So, schauen wir mal. Also, ich bin gerade auf Affliction und nähere mich einer Stelle, wo ein Turm stehen sollte. Warte mal. Da ist eine Einbuchtung. Da hinten ist noch eine Einbuchtung. Und da sollte eigentlich eine Wüste sein, laut Karte. Aber die Form passt von der Bucht. Und es gibt hier keine andere Bucht in der Nähe. Also ja. Da hinten irgendwo müsste ein Turm sein. Namens Krummelur 6. 698. Und meine Mission ist, ein Ritual der Sonne auszuführen mit einem Wemseed. Dem Wemseed da. Das heißt, eigentlich, du bist nur ein Vogel und kein. Es gibt riesige Adler, und zwar Geisteradler, und dieser komische Vogel sah gerade aus wie so ein Schatten von dem. Und da sind zwei Leute im Local. Das könnte interessant werden. Also meine Mission ist es eigentlich nur, den Wemseed zu aktivieren, zum Turm hinzulaufen, da rechts zu klicken und dann Perform Ritual zu machen. Das Ding channelt aber, nennt sich das. Also es läuft hier unten ein Timer durch, der 30 Sekunden dauert und während der Zeit darf man nicht unterbrochen werden. Also man darf nicht weggehen und man darf nicht angegriffen werden. Und da es ein Guard Tower ist, sind da Guards. Also Wachen. Das heißt, mein erster Tagesordnungspunkt wird sein, Stamina wieder zu regenerieren. Zu gucken, ob irgendwelche Monster in der Nähe sind. Da ist der Turm. Die Monster zu töten, dann eine Wache rauszuziehen, die Wache zu töten, nächste Wache rauszuziehen, die Wache zu töten und so weiter, bis alle Wachen tot sind. Und dann hoffentlich das Ritual durchzuführen. Und es ist keiner mehr im Local. Ja, ich glaube, ich war hier schon mal. Da oben lebt irgendjemand. Also als ich letztes Mal hier die Mission gemacht habe, bei dem gleichen Turm, das war aber schon ein paar Monate her. Nee, ein paar Wochen her. Weiß ich gar nicht mehr. Da waren auch Leute im Local, aber die haben nichts gemacht. Die haben zugeguckt, wie ich alle Wachen getötet habe und das Ritual verführt, weil die dachten wohl, ich wäre ein super starker PvPler und da wären noch ganz viele andere und so, und dann sind sie nicht gekommen. Dass ich hier allein war und damals noch keine ordentlichen Skills hatte, wussten die Gott sei Dank nicht. Dabei lassen wir es hoffentlich auch. So, da ist eine Spinne, die ist zu weit weg. Hier sind überall Hunde. Das ist ganz komisch auf Affliction. Hier spawnen richtig viele Hunde. Teilweise so ein ganzer Haufen von Hunden, die in dem Wasser schwimmen. Sehr komisch. Aber gut. Also Kotten habe ich. Ich habe meine Tränke. Ich habe Dietriche, falls ich irgendwas knacken muss. Da ist keiner im Local. Da ist noch ein Turm, aber das ist der falsche, glaube ich. Das da müsste Sadamo sonst was sein. Ah, eine Spinne, aber die ist recht weit weg. Und ich komme richtig nah an den Turm ran. Das ist schick. Okay, also erstmal vom Boot auf das Boot. Aber wenn man als Passagier auf dem Boot raufkommt, dann bewegt sich das Boot nicht. Und wenn sich das Boot nicht bewegt, regeneriert man Stamina. So, jetzt näher ran. Oh, da ist ein Segelboot. Geklaut. Ich glaube, ich klaue gleich das. Da war eine Wache. Hier sind ganz schön viele Boote. Aber ich glaube, ich klaue gerade, also gleich das geklaute Segelboot, um wieder nach Hause zu kommen. Damit dürfte das einen Tacken schneller gehen. So, hoch. Und eigentlich müsste ich jetzt schon längst angegriffen werden von Wachen. Mindestens einer. Aber ich sehe nichts. Also laufe ich einfach mal hin. Komm schon. Warum willst du nicht? Ah, Ritual of Sun. Da ist eine Spinne. Na komm. Ziehen wir dich ein bisschen weg davon. Da hinten ist eine Wache, die nichts macht. Okay. Und da ich ein paar davon habe, benutze ich die auch mal. Die Tränke bekommt man, wenn man Sachen opfert. Ganz selten mal. Und dadurch wird der Fighting Skill hochgesetzt, kurzfristig. Also sehr kurzfristig. Aber da ich wahrscheinlich eventuell eh hier sterben werde, kann ich die auch ruhig benutzen. Und bei uns im Dorf entstehen davon recht viele und wir haben eigentlich nur zwei, drei PvPler. Also richtige PvPler. Wir haben zwei, drei, die noch mitkommen, aber die sind noch nicht ganz so gut. Deswegen werden die Tränke nicht so viel verbraucht. So, jetzt stipp schnell. Ich will das Ritual durchführen, bevor die Wache merkt, dass hier ein Angreifer ist. Was ja eigentlich schon längst sollte, aber werde ich nicht meckern. So, stipp, 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 stipp. Komm schon. So,
So, Ritual of Sun. Ja, der macht jetzt random irgendwelche Emotes, die einigermaßen zum Ritual passen sollen. Und wenn das fertig ist, dann kriege ich 1000 Karma. Mit Karma kann seine Leiche ranbeschwören, man kann sie nach Hause teleportieren und andere nette Sachen machen. Und 1000 Szenariopunkte. Diese Szenariopunkte sind die Tickets, um bei einer Lotterie mitzumachen, das am Ende eines Götter-Events gehalten wird. Was zur Hölle? Ich bin gleich fertig und keine einzige Wache habe ich angegriffen. Ja, ich winke. Und gewonnen. Geil. Okay, also letztes Mal musste ich mich durch... Komm, ich bringe ich so um. Ich will das Boot da hinten haben. Also letztes Mal musste ich 9 bis 10 Wachen umbringen, um an den Turm ranzukommen. Das ist ganz schön komisch, dass es jetzt so schnell ging. Benutzen. Ein kleines Problem, das ich habe, ist, dass ich, weil ich auf einem Server bin, also nicht auf meinem Home-Server oder Elevation, habe ich einen Debuff, was meine Kampfkraft angeht. Das heißt, normalerweise wären Wachen noch schwächer. Weil ich halt hier bin, sind die Dicken stärker. Aber das ist sehr machbar noch. Es ist eigentlich echt nur ein Problem, wenn mehrere davon kommen oder wenn irgendwelche garstigen Kreaturen in der Nähe sind. Oder Spieler im Local. Also feindliche Spieler wären absolut ein Problem. Wenn jetzt 3, 4 Leute kommen würden, die fast gar keine Fighting Skills hätten, könnten sie mir trotzdem einigermaßen Schaden zufügen. Denn wenn ich ganz viele kleine Wunden habe, komme ich langsamer weg. Und langsam wegkommen ist in einem PvP-Gebiet nicht so toll. Oh ja, du bist gleich tot. Dann gucken wir uns das Schiff da an mit dem komischen Namen. Und wenn das nicht geht, dann gehen wir zu diesem geklaut-Ding. Das heißt, irgendein Deutscher hat ein Schiff geklaut, ist in geklaut umgenannt und dann hier geparkt. Oh, sehr komisch. Stirb. Stirb. Dann komm schon. Ja. Er trifft nicht, ich treffe nicht, ich treffe nicht. Oder sie. Ja, sie. Stirb. So, hast du ein Schloss dran? Kann ich nicht boarden. Hat ein sehr gutes Schloss dran, okay. Dich schon mal nicht, dann so geklaut. Oh, hier sind mehrere. Geklaut? Kann ich nicht. Fantastisches Schloss dran. Ich will nicht mit dem Ruderboot nach Hause. Es hat 2 Stunden gedauert, hierher zu kommen. Schloss mit einer sehr guten Qualität, nö. Und die Knarr hier zu Ende zu bauen, wird wahrscheinlich auch so lange dauern. Also, meh. Ab nach Hause. Aber was mecke, ich habe die Mission geschafft und zwar tierisch einfach. Also ja, falls ihr sowas mal selber probieren wollt, es ist auf keinen Fall so einfach. Also man muss erstmal von unserem Server aus ganz weit nach Osten. Also von Zwergenbucht aus eine gute Stunde nach Osten. Dann kommt man nach Elevation. Da kommt man schon mal nur rauf, wenn man Premium hat. Und von Elevation aus muss man dann nach Affliction, wenn man hier die Mission machen will, was dann nochmal ein bisschen dauert. Und ab Elevation können halt schon andere Spieler ziemlich garstig drauf sein und dann einfach umbringen, sobald sie einen sehen. Also 90% der Spieler werden euch einfach umbringen, wenn sie euch sehen. Dann müsst ihr natürlich auch noch wissen, wo der Turm ist. Das weiß ich nur, weil ich sehr gute Karten habe. Ja, die hat nicht jeder, weil sie recht viel Arbeit sind, sie zu machen. Und halt Zeit brauchen. Und wenn ihr dann wisst, wo er ist, dann müsst ihr auch in der Lage sein, die ganzen Tower Guards umzubringen. Das heißt, die eine Wache da ging für mich so schnell, weil ich halt schon recht gute Fähigkeiten habe. Jemand, der nicht so gute Fähigkeiten hätte und keine 90er Platte und 90er Schwert und was weiß ich, der hätte da echt Probleme. Zumal das, wie gesagt, ein sehr komischer Turm ist. Normalerweise sind da 5, 6 bis zu, ich glaube, 10 Wachen dran. Und davon können auch teilweise mehr auf einmal kommen. Aber ja, ich habe gerade tierisch Glück gehabt. Ja, ich hoffe für euch war es ein kleiner Einblick, wie sowas ablaufen kann. Auch wenn nicht wirklich viel passiert ist. Aber wir sehen uns bald wieder, denke ich. Bye, bye.